Jo, wie ihr seht, bin ich nicht mehr genau da, wo ich letztes Mal geendet habe. Weil es gab einen kleinen Stromausfall, deswegen fehlt mir hier so ein Stückchen. Das sind 3, 4 Minuten, wo ich einfach hier nur so zur Quest reise. So viel dazu. Dann. Ich habe Torchlight durchgezockt, Torchlight 2. Und es kommt bald noch ein. Wie heißt's? Hack and Slay. Action RPG. Nämlich Raw. Ups. Jo. Das war gar nicht cool. Da habe ich mich selbst in Brand gesetzt. Ja, zu dem Hack and Slay, was gibt's dazu zu sagen? Es wird wie jedes andere Hack and Slay sein, ne? Und dann muss ich mal schauen, ob ich's Let's Playe. Ob ich Borderlands rechtzeitig hinbekomme. Das weiß ich nämlich gar nicht. Die Spielzeit scheint ja ziemlich lang zu sein. Uiuiui. Uiuiui. Wieso kommen jetzt hier so dicke Gegner? Plötzlich. Eingesäuert. Ach, der hat auch Säure, ja. Jo. Muss ich den aber schnell töten? Ne, bekomme ich nicht mehr hin. Schade. Ja, ein bisschen ruhigerer Part diesmal. Ist schon spät abends. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, mal einen ruhigeren Part zu haben. So, da muss ich mich hier einfach nur durchkämpfen, erstmal eben schnell. So, wo stehst du? Huh? Wo ist das Kerlchen? So, jetzt kann ich da rein. Und schon ist hier irgendwas. Was? Ist das hier eine Arena? Nee. Muss hier. Ah, da. Okay. Scheint sich ein neuer Weg geöffnet zu haben. Das finde ich gut. Ich schau mal eben. Wer ist der dickste Gegner hier? Feldratte, Tunnelratte. Ja, super, jetzt bin ich hier runtergefallen.
So. Zack. Was sind das denn für freakige Viecher? So, die ganzen Sachen hier brauche ich nicht einsammeln. Das Klo aber. Nö, nichts Interessantes dabei. Auch nichts. Da muss ich ran. Du musst über das Intercom mit dem Bestien kommunizieren. Sollten deine Futterversprechungen sie überzeugen, lassen sie dich hinein. Ich hatte Besseres verdient. Ah ja. Alter, was sind das für Spastis? Das ist gefährlich hier mit diesen Fässern. Ohne Spaß, das ist nicht gut. Das kann mir später noch zum Verhängnis werden, wenn ich die jetzt nicht wegschieße. Jo. Shit. Da muss ich jetzt reinspringen. Ja, dann suche ich mir schon mal hier eine Waffe aus. Pizza liefern, okay. Sein der Scheiß, du bist nicht du. Auf ihn, Jungs. Wo ist der? Ja, soll der ruhig mein Schild kaputt schießen? Mach ich die erst recht fertig? Ey, das sind auch Assassinen. Die machen sich unsichtbar. Ey, ich will den einen treffen hier. Gar nicht cool. Komm zurück. Ich habe hier einen hübschen Batzen Blutgeld für dich. Und wenn ich Blutgeld sage, meine ich auch Blutgeld. Ja. Ich hoffe mal, das hat nichts mit Menstruation zu tun, sonst wäre das ja ultra pervers. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß nicht, was sie mit Blutgeld meint. Oh, Iridium. Fett. Wie viel habe ich? 8. 8, 8, 8. Ich brauche 12. Und in diesen Truhen ist richtig dick Loot. Wozu ist das? So. Aha. So, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Was ist das? So, und das Klo nochmal. Nehmen wir alles einfach mit.
solange wir Slots haben. Ich frag mich, was das ist. Und hier ist ja auch noch ein Knopf. Naja, egal. Wird vermutlich auch noch eine Quest sein. Eine Folgequest. Jo. Jo. Den muss ich jetzt noch erledigen hier. Den will ich hier in den Abgrund. Ja, egal. Hat sich erledigt. Muss ich mich hier eigentlich durchkämpfen? Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich mich hier gar nicht durchkämpfen. Glaube ich. Jo. Ich habe ihn doch erledigt. Naja, ich müsste, glaube ich, zum Level Exit geportet werden. Ich bin mir aber gar nicht so sicher dabei. Muss ich mal schauen. Ich... ja, tue ich. So. Die Quest müsste jetzt schon erledigt sein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ach, shit. Ich muss hier, glaube ich... Wie kommt man denn hier wieder hoch? Es müsste aber auch, glaube ich, gar nicht so schwer sein. So. Ich bin auch schon Level 15. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Hui. Quest abgeben. Und dann will ich hier Blutgeld haben. Blutgeld. So. Die ist auf dieser Seite. Die nette Dame. So, dann gehen wir die Quest mal ab. Schade, dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie Alter. Nützliche Alliierte gewesen. Was ist das denn für eine Waffe? Die hat auf jeden Fall mehr Schuss. Ja, die ist optimal. Jetzt bräuchte ich vielleicht noch eine bessere Sniper. Deswegen schaue ich hier mal im Shop. Das ist sad. Ja, ich kenne mich hier in der Stadt noch nicht so aus. Er kann voll hoch und voll weit springen, ey. Es ist der... Nö.
dachte, das wäre dieser eine, der hier ins, dem hier ins Bein geschossen wurde. 179. 179. Alter, ich schau mir das mal an. 179. Ja, dann verkaufe ich hier. Ich kann mit den Waffen gar nichts anfangen. So. Die Granatenmod. So. Dann verkaufe ich das Ding, dann kaufe ich das Ding und dann rüste ich das aus. Und dann schaue ich mir das an. Ich hoffe mal, die Waffe ist... Oha! Wie geil das aussieht, ey. Die Waffe finde ich gut. Die Farbe ist auch nicht schlecht. So, dann machen wir eben schnell die nächste Quest. Sogar die Hauptquest. Für Level 14, das ist gut. Die überspringen wir ganz. Ja, finde ich. Ja, manche Quests sollte man überspringen, sonst ist man zu hoch, habe ich gelesen. Und habe ich auch in Borderlands 1 erfahren. Also, gespürt. Dann ist man zu hoch für die Hauptquests und die sind ja meistens besonders cool. Dann rusht man da so durch. Das finde ich nicht so cool. Deswegen werde ich ein paar Nebenquests überspringen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Beziehungsweise ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr an Nebenquests interessiert. Weil hier ist noch ein Rufzeichen auf der Minimap. Wie ihr hier seht, dieses Gelbe, das ist noch eine Quest. Und sonst, ja, ist ja eigentlich auch egal. Ich habe zwei neue Waffen. Ich habe eine richtig dicke Bazooka. Das müsste eigentlich gut laufen. Ich habe hier diesen Truck, diesen Jeep. Hat der, was ist das eigentlich? Das möchte ich wissen, was das ist. Yeah! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Direkt ausprobieren hier. Zack, 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 zack. Yeah. Die Waffe ist cool. Jo. Die fressen ein paar Klingen hier. Das Geräusch ist auch noch angenehm leise. Also dieses Schussgeräusch. Es ist schön angenehm. Die Feuerrate ist aber ziemlich krass. Oh, der versucht die zu dodgen. Ja. Keine Chance. Echtes Türkis. Dicker Wagen, Mann. Ist das Lilith? Nice. Hübsch. Hübsch. Hübsch, hübsch. Ich bin ja ein Fan von Lilith. Ja. So, ab ins... in den Tundra Express. Pass auf, wenn du den Helm eines Golats runterschießt,
Ja, das kennen wir ja. Jeder Wetter schlägt gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Nö. Ich hoffe, du bist geimpft. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Shit, ey. Ich hab keine... Ich hab keine Feuerwaffe, oder? Nicht wegrennen. Nachladen. Ja. Okay. Ich hab keine Waffe mit... Mit Fire Damage. Ja, was mache ich denn jetzt? Fuck it, Larve. Ups. Das wollte ich gar nicht. So, ich überblicke das Gebiet erstmal ein bisschen. Die ist nice, die Waffe. Kann ich euch jetzt so schon mal sagen. Die Wackes werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst. Jo. Ja, ist mir klar, aber ich brauche... Das Ding ist, ich brauche... Dingens. Wenn du sie nicht anzündest, kreischen die Darkets nicht und unser Säufer wacht nicht auf. Ich brauche eine Feuerwaffe. Deswegen erledige ich ein paar Gegner, damit Feuerwaffen vielleicht droppen. Oder ich port mich zurück und hole mir eine Feuerwaffe. Wo sind die? Ich werde leicht paranoid hier. Aus den Löchern kommen die da gekrochen. Iridium. Okay. Zack. Jetzt steck noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. Ah. So kann ich es auch lösen. Das ist gut. Dann muss ich eben mein Schild runterballern lassen. Am besten sollten hier noch zwei Stück hier rumhängen. Aha, hier kann ich so, kann ich die entzünden. So. Habe ich jetzt nicht genug angezündet? Na super. Yeah. So geht's auch. Über so kleinere Umwege. Oh,
Den kennen wir doch aus dem ersten Teil. Mordecai und Bloodwing. So laut, so wütend. So tot. Jo. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion-Zug rast durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen. Oh shit. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Ja, dann reden wir mal mit Tina. Mit Tina. So. Dann gehen wir einfach mal zu Tina. Okay. Triff dich mit Tina. Das schaffe ich wohl noch. Ja. So. Zack. Ich hoffe, der Laufweg ist nicht so weit. Ich habe jetzt auch gerade nicht so Bock, ewig zu latschen. Und hier noch diese Krabbelfiecher, die ich bin kein Fan von Krabbelfiechern. Da leuchtet doch was. Das kann ich doch irgendwie hier aufmachen. Den muss ich irgendwie von außen öffnen. Dafür muss ich, glaube ich, ins Gebäude. Aber ist ja auch egal. Ich möchte erstmal weiter. Ich möchte mal meine neue Pumpgun hier ausprobieren. Alter, wie schnell das lädt. Aber hier wird schon ein bisschen geballert. Uiuiui. Das scheint gefährlich zu sein hier. Oh shit. Überall Bomben. Ich halte mich mal ein bisschen fern von denen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, jetzt muss ich irgendwie hier rein. Okay, Tina ist anscheinend sympathisch. Poh, wie geil ist das denn? Scheint wohl auch so ein Psycho zu sein, wie der Rest auf dieser Welt. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Lady. Ich laufe, wo? Laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Sympathisch, die Dame.
sie mir! Oh ja. Natürlich nicht. Sie ist 13. Aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Ja. Ich habe mich fast an einer 13-Jährigen vergriffen. Nee, das geht nicht. Ich schäme mich. So, jetzt muss ich wahrscheinlich in diese Festung rein. Höchstwahrscheinlich sogar. So. Oh oh. So. Ist gar nicht cool. Ich muss ein bisschen aufpassen. So. Ruhe können wir wohl noch checken. Oh shit. Ich schieße. Hä? Der wurde vom Zug überfahren, ey. Geil.